Ja, mein Spezialgebiet sind halt die extremen, die einfachen, ja, die Anfängerstrecken, die mittleren Strecken und die extremen Strecken. Das ist halt das, was ich kann. Ja, bist halt auch ein extremer Typ, ne? Ja, finde ich auch. Ja. Also extrem erotisch, extrem schön. Guck mal, das könnte funktionieren. Extrem, was wartest du eigentlich da vom Ziel? Gut klingt. Alter, willst du mich veräppeln? Ich hab gleich. Ich stand doch schon drin! Did you say Monday Nitro? This looks like a great game. You mind if I give it a shot? Shut up, sucker! It's time to begin! Light the hot metal of fire and sin! We're burning in the Fred, was murmelst du denn da? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, das Murmeltier ist wieder da. Oh. Wieso wieder? Beziehungsweise, es fängt gerade erst an. Es fängt an zu murmeln. Das hier ist unsere Murmeltier-Folge. Shit. Wir haben nur Murmeltier-Strecken. Ja. Und fängt an, mit Murmeltier beginnt's. Ja, genau. Und mit der Ansage, dass Schrammo und Basti mit mir hier Trials Evolution zocken. Korrekt. Immer wenn du das so sagst, muss ich immer an den gestiefelten Kater denken. Ja, ich auch. Ich bin der gestiefelte Kater. Ich kann dir mal einen gestiefelten Kater zeigen, ey. Ja. Also einen Kater, den du gestiefelt hast. Ja. Ich stiefel ja, mir jeden Tag einen Kater, ey. Wie nennt man das denn nochmal? Das ist dann die sogenannte Trethupe, ne? Was tue ich denn? Was tue ich denn? Was tue ich denn? Du fährst Motorrad, aber wie? Mit den Füßen drauf ist das episch. Hier fahren wir runter. Yay, Hinterfred, hier rüber. Unter den Dingen nicht hindurch. Mit dem Kopf gegen Hinterfred, hinterher. Das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch gemacht. Mit dem Kopf gegen das Ding, gegen das mit Brett. Ding. Ich hatte ein Brett vom Kopf. Schrammo hat ein Brett vom Kopf. Schrammo redet Unsinn und unfassbar schnell. Und ich bin Erster geworden. Und ich bin wieder Dritter geworden. Woo! Wenigstens bleibst du dir treu, Basti. Finde ich gut. Das muss man keep halt auch erstmal bringen, ne? I'm still, Basti from the block. Warum bist du vorne, Schrammo? Weil das Murmeltier zurückkehrt. Oh nein. Den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht ganz. Vorhin sind wir links gestartet, oder? Jetzt starten wir einen weiter rechts. Tatsache, ey. Das ist ja unglaublich. Das ist ja doof. Wer hat sich schon sowas ausgedacht, ey? Im Hintergrund die alten Strecken, ey, ich krieg kaum noch einen. Jetzt bin ich voll abgelenkt. Ach, jetzt verstehe ich das Prinzip von der Strecke. Da fehlt halt quasi immer ein bisschen was. Was soll ich hier tun? Achso. Oh nee, was? Oh, da ist Sprengstoff. Moment, das war eine mittlere, ne? Ja. Also man munkelt ja, dass ich mit Julian bereits die Extreme gefahren bin. Ach, schon und wieder sowas, ey. Und ich hätte nicht gedacht, dass die mittlere jetzt hier schon so ist. Nein! Ey, oh Gott, ich bin noch ins Ziel gerollt. Ich meine, in den Check. Du bist ins Ziel gerollt. Welches Moped habt ihr? Ich hab die Scorpion genommen, weil Trial. Ich komm hier, verdammt nochmal, nicht rüber. Ich komm noch ins Ziel. Ich nicht. Ich nehm natürlich immer die Evo. Achso, ich meine ja auch Evo. Oh, was hab ich denn erzählt? Ich bin verwirrt. Murmeltiere, lol. Oh Basti, du bist immerhin noch in den nächsten Checkpoint gekommen. Du bist immerhin noch in den ersten Checkpoint gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich meine das ernst. Ich freue mich für dich. Ich freue mich auch für dich. Du kannst dir deine Freude sonst wohin stecken. In dein Murmeltier. Ach, wir fahren ja alle Strecken zweimal. Deswegen, ich wunderte mich schon. Wollte mich gerade... Fuck. Ja, das muss man so machen. Oh, was mache ich denn? Aber warum? Du machst Dinge, weil du die immer machst. Was mache ich denn aber? Wow. Wie sollte ich mal die Hand ans Keyboard legen hier? So. Ja, schon wieder im Ziel. Sag mal, kannst du mal bitte dein Aimbot ausschalten? Ja, ich habe hier 360 No Scope und so. Ja, 1080 wenn ich denn schon. So. 1080 No Wheel. Victoria. Der Lenz ist da. Schubidubidubdubdub. Victoria. Murmeltier klapse Trials schwer. Schwer. Das geht aber alles schneller, als ich dachte. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Das ist schwer. Komm, aber wir sind jetzt ganz woanders. Ja, ja. Tatsächlich, wir kommen aus dem Keller. In der Klapse sind wir auch. Oh. Shit.
Das sieht schwer aus. Er hat's geschafft. Nein, ich hab's nicht geschafft. Alter. Das ist aber ein ganz schön weiter Sprung. Deswegen habe ich ahaha gesagt, Basti. Ich hab's geschafft. Oh, ahaha. Weil ich auch voll gegengefahren bin. Nein, ich dreh mich immer zu weit. Schon mit Gefühl machen alles hier. Oh, da fährt er wieder ins nächste Ding. Hallo, Fred. Hallo. Hallo, ihr zwei. Shit. Tschüss. Warum muss man denn vorne? Man muss da oben rauf? Gott, oh Gott. Das ist aber schwer. Oh, ich hab's geschafft. Aua, ich hab mein Mikrofon fast umgestoßen. Ach so, oh. Ich mache mir gerade Verrenkung mit meinem Gamepad. Das ist eine miese Stelle hier. Alter Falter. Wie soll man das denn machen? Man muss da oben drauf? Ja, ja. Aber dahinter bist du auch viel blöder. Du musst dich voll nach hinten lehnen und kurz vom Ende nach vorne. Also kurz bevor du die Rampen verlässt, musst du halt nach vorne drücken. Na, komm schon, Baby. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, kommt nicht. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Oh. Ja, aber das ist mies hier. Da ist Sprengstoff. Ja, weil er ein Gamepad hat. Aber ich habe auch eins. Ah, nun komm schon, du bist doch schon drauf. Komm, 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 komm. Nein, fuck, wieso habe ich zurückgesetzt? Ah, fuck. Yes, yes, yes. Ah. Oh, das ist auch mies. Oh, ich war doch drauf. Zurück. Du bist total drauf, Schamo. Bitches. Oh. Ja, ich hab's geschafft. Oh. Oh. Nein, ey! Ey! Und ich hab mich da beschwert, dass es hier zu schnell ging, ne? Nee, das passt nicht so, dann muss man hier. Nein, wieso hab ich zurückgesetzt? Au! Tschüss, Basti. Ja, ja, ist schon klar. Wie? Guck's dir bei mir an, Fred. Hey, wie geht's euch eigentlich? Ramo, brenn in der Hölle. Oh, das werde ich ganz sicher. Ah, so. Ah. Geh doch da hoch, du blöder Sack! Zum Kotzen. Oh. Aber jetzt beim zweiten Versuch, da schaffe ich's. Ich nicht. Ich bleib noch früher hängen jetzt. Doch. Basti, ich zieh dich einfach mit. Nimm dich an meine Basti-Leine und dann zieh ich dich mit. Hast du eine Anhängerkupplung dran? Nee, die habe ich zwischen meinen Beinen. Oh Gott. Ich hab's falsch gemacht. Oh ja, so da auch. Oh Gott, das war auch blöd. Was mach ich denn? Ich komme nicht mit den ersten Sprung. Ich schaff ihn nicht. Doch, ich schaff ihn. Aber jetzt ist wieder hart. Oh Gott, Glück gehabt. Ganz ruhig, Schrammo, du schaffst das. Du bist ein Genie. Manchmal will ich auch echt zu viel einbauen, wa? Du sollst da gar nichts einbauen, sollst du nur fahren. Geh doch mal da rüber, du Blöder! Okay. Hallo, Fred. Oh, das ist schon geschafft. Ja, klar. Ich vertrödel dir auch meine Zeit nicht so wie du. Hi, Fred. Oh, ich war doch drauf. Au. Nein! Irgendwie ja! Schon schneller. Oh, ich war doch drauf. Oh, da komme ich nicht drauf. Check. Nein! Oh Gott. Basti ist das da vorne. Ich dachte, das wärst du, Schrammo. Nee, ich bin hier. Bin bei dir, Fred. Naja, jetzt kommt hier wieder so ein Scheiß. Ich glaube, es wird mit einer der ruhigsten Folgen, die wir aufgenommen haben hier. Na, das mag sein. Aber die mache ich doch mit links, die Strecke. Lass uns doch mal drüber. Ja, genau. Das ist ja noch nicht die Linksstrecke. Ja, mein Spezialgebiet sind halt die extremen, die einfachen, ja. Die Anfängerstrecken, die mittleren Strecken und die Extremstrecken. Das ist halt das, was ich kann. Ja.
bist halt auch ein extremer Typ, ne? Ja, finde ich auch. Ja. Also extrem erotisch, extrem schön. Mal, das könnte funktionieren. Extrem. Was warst du eigentlich da vom Ziel? Gut klingt. Alter, willst du mich veräppeln? Ich hab gleich. Ich stand doch schon drin! Ich wollte gerade sagen, du wartest vorm Ziel. Jetzt hast du dich zurückgesetzt. Hast du Nein, ich hab. Alter! Ich bin durchs Ziel gefahren! Bist du nicht? Ich schwöre, ich bin durchs Ziel gefahren! Ich bin hundertprozentig durchs Ziel gefahren! Ich muss auch schnell reinkommen. Ich flipp aus, ey. Nein, Schrammo muss nicht ins Ziel kommen. Wie soll ich das denn? Wie macht man das denn? Alter. Ja, du musst wieder so ein bisschen hüpfen. Das kann ich überhaupt nicht. Ja, ich sehe das. Du gibst total kein Feingefühl in den Fingern. Oh, hallo? Ich muss mir das nochmal im Video angucken. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich... Ich bin ja nicht umgefallen oder sowas. Ich bin ins Ziel gefahren. Hundertprozentig. Ich kann einfach nicht Bunny hoppen. Jetzt moment hier extra. Ich muss einfach forever. Mehr Drogen nehmen. Forever. Ja. So. Forever. Forever. Guck mal, jetzt sind wir wieder in der Lagerhalle. Ich glaube, ja. Das ist auch die typische Batman-Reihenfolge, die wir jetzt hier fahren, ne? Okay. Alles klar. Ah. Nein! Sind wir die nicht aber auch schon mal? Nein, also ich nicht. Ich auch nicht. Au. Oh. Wer ist denn da schon rübergekommen? Ich. Ihr dürft nicht mit Vollgas rüberblättern. Ihr müsst da erstmal so ein bisschen auf den Container rauf und dann könnt ihr Vollgas geben. Ja. Aber hier ist eine miese Stelle. Ich frage mich, wie ich die mal geschafft habe. Ich habe die mal geschafft, das weiß ich. Der war gut, Fred. Leck mich. Später. Okay. Oh nee, das ist ja so ein Ding wahrscheinlich, wo man da so... Fred hat es geschafft. Fred, wie hast du das geschafft? Man muss einfach so ein bisschen springen. Kurz gesagt, du hast einfach nur Vollgas gegeben. Nein, ich habe nicht Vollgas gegeben. Ich habe es einfach nur drauf. Also hast du nur Vollgas gegeben. Oder hast du einfach nur Glück gehabt? Nein, ich habe Kamel. Wieso Kamel? Wieso denn nicht? Was hast du gegen Kamele? Die sind toll, die haben zwei Höcker. Was? Ich finde Dromedare ja cooler. Ja, weil die ja nur einen Höcker haben. Genau. Mit die Öcker. Wie kann man... Was zur Hölle? Ja, das ist ein... Bist du schon über den Langsprung rüber? Ja, ja, das ist kein Problem. Okay. Ich würde gerne mal die Wand hochkommen. Komm schon! Ja! Nein! Shit. Ich freue mich für euch. Das habt ihr wirklich gut gemacht. Das ist, ich habe den Bunnyhop verstanden. Shit. Ah! Ich habe die ganze Strecke verstanden, glaube ich. Ich habe das Spiel verstanden. Ich bin Neo. Ich bin jetzt auch Neo. Neo was? Neo Fred? Neopren? Wuhu, ich bin droben! Droben bin ich! Von droben vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es schrammelt sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Penisspitzen. Hä? Nee, das reimt sich nicht gut. Das ist ja unsauber. Die Penisspitze ist nicht unsauber. Wie kommt ihr denn hier rüber, über diesen langen Sprung? Also ich bin zwischengelandet kurz. Ja, ich auch. Ja, das versuche ich auch die ganze Zeit, aber... Du musst ganz sanft nur Gas geben und dann, wenn du drauf bist, halt rüberhüpfen. Vollgas und rüberhüpfen. Ah, ich bin so ein Spasti. Nee, du bist Basti. Nee, ich bin schon ein Spasti. Haben wir gerade den gleichen Witz gemacht, oder was? Ja, ja. Aber mir war lustiger. Ja, das stimmt gar nicht. Oh, das ist ja mies. Ach, stimmt, das kenne ich. Was muss ich machen, um hier rüber zu kommen? Ich muss ja selber nochmal gucken. Ich glaube, du musst vorher schon ein bisschen das Rad hochnehmen. Warte. Ein bisschen ran. Nee, das so nicht. Schrammo so nicht. Fahr mal hier hin. Bleib mal stehen. Hinten lehnen. Das war zu langsam. Aber vom Prinzip her ja. Oh.
Nein, ich war Gott, er hat es geschafft. Nee, er hat es geschafft. Ach, du bist schon da oben. Was ist denn dein Problem? Ja, hier oben weiterzukommen. Ach. Das schafft ja sogar Basti. Das kann ich dir so sagen. Sei doch nicht so gemein zu Basti. Ja, aber es ist doch wahr. Das schafft Basti. Jetzt kann ich bitte hier hoch, danke. So, okay. Wie bist du da hochgekommen? Mit einem Bunny Hop. Wie soll man denn? Du willst einen Bunny Hop machen, mehr nicht. Ah. Au. Alter, ich lag doch schon da oben. Was soll denn das? Du sollst da stehen und nicht liegen. Au. Oh, ich bleib stehen, Baby. Näh. Das ist die, auf jeden Fall die ruhigste Episode, die wir bisher gemacht haben. Das stimmt schon. Oder die nörgligste. Okay, jetzt Bunny hoppen, oder was? Ja, ja, da oben stehen würde ich sagen und dann rüberhüpfen. Das wäre meine Idee. Ja, ja, das versuche ich auch gerade. Ah, nein. Da oben stehen kriege ich hin. Ja, ach Gott, da bin ja ich gehüpft. Okay, Konzentration. Ich komm, guck dir zu. Oh, du bist gut. Hey, Basti. Hallo. Hallo. Das schafft sogar Basti. Stimmt. Ja. Ja, yep, geschafft. Ah! Fuck. Aber es ist echt faszinierend, wenn man sich mal die erste Map so zurückdenkt, wie schnell das ging. Und jetzt hier so mit, wenn nur so ein paar Teile fehlen von der Map. Wow, da ist das Ziel. Wow, da ist das Ziel. Jetzt hast du auch so ein Kribbeln im Bauch, Fred? Nein. Sprich mich nicht ab. Schramm. Oh nein, ich habe mich hingelegt. Nein, Fred, leg dich hin. Er springt noch ins Ziel. Nein. Ja. So, Julian, falls du das hier gesehen hast. Er hat es gesehen. Mit links. Und sogar Basti kommt rein. Nee, ich komme nicht rüber. Aber doch, das schaffst doch. Du. Wenn du nein, nur nach vorne. Ja, ist mir schon klar. Hilf. Nein, nicht so früh. Nicht und du musst auch nicht Vollgas da hochfahren. Fick und dich! Halt, scheiß aber Ficker! Das war auf jeden Fall das letzte Hindernis, Basti. Ich bin stolz auf dich. Und das war eine extreme Map. Wir sind extrem. Yeah, extrem. Die war aber für extrem ganz schön einfach. Zum Glück haben wir noch einen zweiten Lauf, ne? Ich weiß, ich kenne die anderen extremen Maps auch und die sind verdammt extrem. Ja, die hier ist für extrem schon ganz schön einfach. Ist halt und ich habe jetzt endlich raus, wie das mit dem Bunnyhop funktioniert. Ja, scheiße. Wie er sich wieder freut jetzt, ne? Ich freu mich einfach. Nee, ich bin einfach froh, dass ich die Strecke geschafft habe. Freust du, dass du Julian geschlagen hast? So hat der die nicht geschafft, oder was? Oh Mann, du guckst doch, du hast das doch sogar kommentiert. Julian, ja, Fred kommentiert nur, der guckt gar nicht. Ich hab halt ein Gedächtnis wie das Gegenteil vom Elefanten. Sie, genau. So wie alles andere auch ein Gegenteil vom Elefanten bei dir ist. Du kannst nämlich springen. Können Elefanten auch. Nein, Elefanten können nicht springen. Aber kein Bunny Hop. Ja, es ist ja auch ein Elefant-Hop dann. Da stehst du. Nein. Oh. Hier bin ich nicht hochgekommen. Oh, ja. Das sieht gar nicht gut aus. Also diese Stelle mag ich nicht. Ich krieg nie genug Höhe drauf. Fuck. Ja. Es ist aber auch nie so, dass ich dann mal schön mir irgendwie, dass ihr dann mal hängen bleibt, weißt du? Wieso, ich häng doch hier. Ja, aber ihr hängt ja an der gleichen Stelle jetzt gerade. Es wäre halt mal schön, wenn ich mal nach vorne komme, ja? Und wenn ich da mal vorne bin, dass ihr dann mal genauso hängen bleibt wie ich. Aber nee. Aber das gab's doch jetzt schon ein paar Mal. Ja. Nee. Wann denn? Das letzte Mal vor 20 Jahren? Zum Beispiel. Also da hat auf jeden Fall. Also nee, während dieser Aufnahmesession gab's das schon mal. Dass du auf jeden Fall vorne warst und schon andere dann hingen. Einmal. Ja, das stimmt. Guck mal, ich zum Beispiel. In der zweiten Folge dieser Aufnahme zum Beispiel. Ja, ja. Da, wo ihr immer im Ziel wart und ich disqualifiziert für Zilip. Da. Ne? Tja, meine Zunge hat gerade, weil ich.
Okay, Bunnyhoppen kann man da nicht. Aber, warte mal, vielleicht doch. Ich mach den Sprung jetzt ohne Zwischenlanden, ganz simpel hier. Ah, scheiße. Fred hat es geschafft. Komm schon. Baby, ich hab's geschafft. Sich aus. Boah, ich bin hallo, so Fred. Hoch konzentriert. Das gibt's gar nicht. Ich sag jetzt nichts mehr, bis die Strecke vorbei ist, damit ich vielleicht auch mal hier irgendwas hinbekomme. Okay. What? Okay. Wisst ihr, Lil John? War lustig. Nein. Der hieß Lil John, nicht Little John, ja. So, oh, keine Ahnung, sorry. Von dem Rap-Biss. Du wolltest nichts mehr sagen, Noob. Ja, ich hab gemerkt, dass es nichts bringt. Ach, für dich ist die Strecke vorbei, oder was? Oh, ich rolle hier schon wieder mit meinem Stuhl durch die Gegend. Das ist unglaublich. Die Zunge ist auch schon wieder von links nach rechts. Mano! Schrammo! Yo! Was soll das? Also. Komm schon! Danke. Gerne. Ah, lass mich da hoch. Ich komme schon wieder nicht diesen. Also dieses hochgedreht, das ist für mich so ein bisschen tricky. Weil ich krieg das Rad irgendwie nicht hoch. Ey, Basti! Hi. Krieg den hier nicht hoch. Wenigstens kriegst du das Rad nicht hoch, ey. Er kriegt ihn nicht hoch, ja. Muss schon wieder an gestern Abend denken. Stell dir nicht so an, so schlimm war es gar nicht. Ja, für dich nicht! Nein, ich war da oben! Ja, aber nur für einen kurzen Moment warst du oben, dann war schnell alles vorbei. Nein, er meint jetzt die Map. Ja, ich muss mich mal eben ganz kurz ausziehen, Sekunde. Ach. Boah, ist das geil. Ziehen wir uns jetzt alle aus hier? Die okay. Aufnahmen werden immer homoerotischer. Okay. Zip! Ah, mein Kopf. So. Ich bin jetzt nämlich nicht nur unten rum nackig, sondern auch oben rum. Oh, ein echter Gamer. Ich mag ja solche Männer. Ja, liebe Gamer-Girls, ne? Da Fred ist ein echter Gamer. Nein! Das gibt's doch nicht! Gamer-Girls allein. Ah. Hui! Das war seltsam. Warum schaffe ich den Bunny Hop da nicht? Ja! Nein! Lass mich da doch hoch. Weißt du, kaum euch den Reißverschluss aufgemacht, springe ich hier komplett anders. Oh, was war das? Viel freier, ne? Ja, es ist aber nicht besser. Abgefahrener. Guck mal. Nein. Ja. Guck mal, jetzt hast du zum Beispiel deine gewünschte... Ja, ich freue mich gerade auch tierisch darüber. Man hört's. Nein, ja. Oh, ich sag nichts mehr. Was macht er denn? Ist der besoffen, der Kerl? Ich bin weg, Bitches! Doch nicht. Shit. Vor allem Fred ist schon fast im Ziel, oder? Nee. Ich bin das. Das ist Basti. Ach Gott! Jetzt verstehe ich, was Fred meint. Basti, fahr mal bitte nicht ins Ziel. Warum? Nein, fahr ins Ziel. Vorhin, ja? Fahr ins Ziel. Nein, wir warten alle aufeinander. Wir sind mal freundlich. So. Du bist nie freundlich. Ich bin immer freundlich, doch. Ich meine das alles freundlich, was ich zu dir sagen muss. Dingsens, Bumsens. Ich hab's geschafft, so. Tüpfe ich hier kurz rüber. Das darf nicht sein. Ich flipp aus! Komm schon! Ja! Ja! Nein! Ja! Er ist im Ziel. Ich glaub's einfach nicht. Tja, Fred. Oh, Gott sei Dank liegen hier noch so viele Taschen. Sogar Basti schafft es. Oh, boah, ich fass es nicht. Ja, aber ich du schaffst nicht. Es doch jetzt auch nicht gerade. Ich freue mich so sehr. Aber ich komme noch vor dir zum Checkpoint zum nächsten. Und wenn ich fliegen muss, so. Oh. Naja. Das war eine ziemlich murmelige Folge, wa? Ja, das war eine sehr murmelige Murmelfolge. Deswegen würde ich sagen, dass wir zum Abschluss auch einfach noch. Okay, Mann, was muss man sagen? Penis!